Hallo, Halli, Hallöle. Oder Halli, Hallo, Hallöle. Ja, ihr Brumsebienen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ein herzliches Willkommen zurück zu 7 Days to Die. Hallo. Hallo, ihr Bumsebienen. Ja, Brumse, nicht Ah, Bumse, ne? Bumse. Achso. Brumse. Hi. Guten Morgen. Ich habe nichts Es gesagt. war klar, dass da wieder was Zweideutiges kommt. Das war so eine schöne Vorlage. Konnte ich nicht anders. Ja, manchmal liefere ich sie einfach so, ne? Aber wie oft hat mein Gehirn, oftmals spricht mein Mund und mein Gehirn ist noch gar nicht so weit gewesen. Das tut mir leid. Ja, ich habe die ein bisschen abgekapselt. Die machen beide, was sie wollen. Okay, da nochmal Munition reinstecken. So. Die Welt sieht merkwürdig aus, so in Rot. Eigentlich könnte ich jetzt einfach den Heli nehmen und wegfliegen. Dann Und passiert mir dann? nichts. Na. Na, die Raben. Oh, Schatz, du stehst im Weg. Nö, tue ich gar nicht. Mir genug Türen, nimm doch eine andere. Nö. Ja, du kannst nicht mal die Raben abschießen. Ja, aber ich bin schneller als die Raben mit dem Ding. Wie ist denn? Bin ich in Sicherheit? Die packe ich mal weg. So, Generatoren heiß im Lauf, laufen heiß. Du hast noch eine Stunde, gell? Da habe ich noch eine Stunde, ja. Ja. Also du kannst schon noch relaxen Was? hier, was das betrifft. Okay. Also du musst jetzt nicht Okay. zwangshaft hier den Ölschiefer, den wir in kostbares Benzin gewandelt haben, verspeien. Soll ich den anderen Generator auch mal austesten, wenn ich ihn anmache? Kannst du machen. Wir sind beide sicher. Beide sicher. Was Hier tun wir oben denn? ist gar nicht mehr viel übrig, was ich in Stahl umwandeln muss. Ja, du, die Falle, die ist wirklich schon sehr, sehr. Also, ich glaube, da werden wir auch eine Blutmondnacht Level 7000 überstehen können. Denk dran an die eine Nacht. Da ging es einmal schief. Ach, guck mal, das hast du noch gar nicht ausgewechselt, ha? Was denn? Die zwei Kisten. Nee, Warte, bin warte. ich noch nicht zurückgekommen. Was denn? Ist da jetzt Mach jemand mal gestorben? aus, mach mal aus. Mach das Ding Okay. aus. Wo ist mein Benzin hier? Ach, da. Habe ich noch ein Lernelixier daheim oder nicht? Ach so. Warum fällt dir das immer so kurz vor Schnurch ein? Hey, diesmal ist es mir eingefallen. Noch vor der Nacht. Ja, aber dann Hünne. Ich renne doch schon. Aber das wird sehr knapp. Ja, eben. Blutmond, werden wir diese Blutmond überleben Werde ich oder rechts. nicht? Ah, wo ist das Lagerfeuer hin? Achso, da. Was brauche ich? Hundefutter, roter Tee, Säure, habe ich nicht. Nee, das wird nichts. Diese Blutmond, unser Untergang sein. Höchstens meiner. Ja, ich schalte gleich den Generator an, dann ist kein Hineinkommen mehr. Lass die Türen offen, ich Und fahre die Schranken schließen sich gleich. Oh, Da das war kommt er knapp. schon angeflitzt. Das war knapp, Sag aber Bescheid. war doch zu spät. Ich bin drin. Mann, das war Laufen. nutzlos. Gut, mein Ton ist noch unten. Okay, dann höre ich auch Du musst was. wieder auf die andere Seite. Ja, Herrin. Du gehst in die Mitte, ne? Okay. Ich weiß nicht, aber sobald er seinen Hammer schwingt, komme ich nicht mehr an die Seiten ran. Das ist echt ulkig. Ja, es ist schwierig. So, es geht los, es geht los. Bin ich zu Hause. Rucksack.
kommen sie alle angerannt. Und streck deinen Kopf durch. Steck ihn durch, kleiner Mann, steck ihn. Komm. Jetzt mal schauen. Ja, aber... Okay. Alles gut. Alles gut. Perfekt, Kuss. Läuft doch super. Du hast ja wieder so einen... Ja, okay. Du hast nochmal so einen Kriecher. Die gehen jetzt heute auf dich, Gerd. Du bist im Level über mir. Das erste Mal, dass sie auf dich gehen. Wie nett. Wollte ich nur sagen. Hab ich mehr Spaß, ja. Sehr schön. Läuft doch noch gut. Entspannt. Natürlich, locker. Ich sag ja, was soll uns hier passieren? Schrei's nicht. Das ist wieder so ein Krabbler, Schatz. Ja. Komm, steck deinen Kopf durch. Haben. Okay. Ich schieße hier ganz entspannt den Revolver leer. Dann mach dir nicht meine Türen kaputt. Lalalala. Lala. Sehr schön. Der nächste bitte, der nächste bitte. Also mit dem Zielen habe ich es noch nicht so ganz. Achso, ich dachte, das war der. Ach ja. Wieder so ein Kriecher. Put. Hab ihn. Da ist nochmal einer. Sauber. Hab ihn. Super. Kommen sie ran, können sie zerfetzt werden. Wer hat noch nicht, wer will nochmal? Alter, schon 22.000 Erfahrungspunkte. Hätte ich die Seite irgendwie... Gut, okay. Und wieder so ein Viech. Links. Hab ihn. Supi. Wenn ich immer so einen Krach machen würde. Deswegen habe ich meinen Ton leise. Den habe ich auch leise, aber trotzdem sind sie laut. Oh, da hüpft jemand in meinem Audiokanal hin und her. Na komm, streck deinen Kopf. Was war denn das? Hopp weg. Machst nämlich meine Tür kaputt, du Säckel. Oh, so. Der ist ja geil nach hinten geknallt. Ja, das war mein letzter Batman. Schuss. So. Geh bitte. Stirb bitte. Schön. Ah, die Klingenfallen geben langsam nach. Ah ja, kein Stress. Lauft mal einer raus, die reparieren. Ich hab keine Lust. Können wir das später machen? Mein Januar. Wäre es nicht besser, wenn wir das jetzt machen, bevor dann wieder welche kommen? Also, die wären doch dann voll benachteiligt im Vergleich zu denen, die es schon ausprobieren durften.
Die haben da nur halb so viel Spaß dann dran. Na, schon wieder Krabbler bei mir hier unten im Eck. Oh Mann. Ich mach den Krabbler, du machst oben. Okay. Jetzt hab ich auch so ein Viech. Haben wir was oben? Das ist noch mehr so ein Krabbler irgendwo. Oh, bei mir ist das rote Licht weg. Amen. Supi, perfekt. Ah, jetzt kommt's wieder. Aber die Geschütztürme machen auch echt gut Schaden. Geh mal ganz nach oben wegen den Viechern. Achso, ich hab grad schon den einen abgeknallt. Achso, brauche ich nicht mehr hoch? Ich hab nur einen gesehen. Na dann, machen wir Türchen wieder zu. Ah ne, da können wir gleich gucken. Ein Dickerle mit Spucki. Genau, Spuck. Oh, der eine ist kaputt. Oh, der hat da drauf gespuckt. Ja. Ach, ja, fies. Das ist aber nicht gegen die Regel, oder? Da drauf zu spucken. Ich probiere jetzt auch mal Pumpgun. So, irgendwie ist die nicht so stark. Bombe, Bombe. Da ist ein. Ich hab einen Hänger. Okay, der ist tot, glaube ich, ne? Ja. Das ist ein Hänger. Noch einer. Tot? Jawoll. Lalalalala. Kaum habe ich die Pumpgun draußen, kommt so einer. Wie der Geier da runtergefallen ist. Den hab ich abgeschießt. Hat du seht? Ja. Der ist auch hier vor unserem Gesicht gelandet. Hab ich euch geschenkt. Liegen bleiben. La 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 la. Da ist schon wieder Ermon Rabe, Krähe. Seh ihn aber nicht. Doch da. Ich sehe ihn. Bin. Er ist wieder hier gelandet. Ja, der will sich hier im Nest mit bequem machen. Oh, jetzt haben sie so richtig. Spooky. Den haben wir. Wieder einer. Nochmal, ja. Komm. Okay, beide Klingen fallen kaputt. Finde ich interessant, wie der gezielt da drauf spuckt. Ja. Mehr Vögel unterwegs. Hä? Ja. Ja, heute Nacht irgendwie schon. Wieder einer. Wieder ein Spooky. Werden Vögel extra aufgezählt? Ich glaube nicht. So schade. Hätte ich vielleicht auch mal ein paar auf meinem Konto. Ja, die werden auch zum Tod gezählt. Das ist schon richtig. Ja gut, sie werden als einzelne Kills gezählt. Ja. Ja. Kommst du mit deinem Biker klar? Ja, alles klar. Ja, da kommt nochmal ein Rabe auf uns zu. Siehst du ihn? Ja, der hat sich am Motorrad Moped festgehalten. Ah, oh, schade. Ist leider zu hoch aufgestiegen, sonst hätte ich ihn noch ein Scharfschützengewehr erwischt. Bombe. Oh, Bombe. Ja. Wir haben ihn noch ausgeschalten. Sauber. Er wollte schon hochgehen. Ja.
Tschüss, Kopf. Tschüss, Kopf. Also heute sind Raben echt mies. Toll. Läuft doch super hier alles. Tschüss. Jo. Und auch Wiedersehen. Kommen Sie bald wieder. Danke für den Einkauf. Danke. Möchten Sie vielleicht 5 Euro spenden? Dankeschön. Geht auch an die Kinderkrankenhaus. Ja, ein Spooky. Der hat mich angespuckt. Nochmal einer. Nee, der hat oben drüber gespuckt. Komm bitte. Ah, das wäre so. Er geht schon hoch, Gitto. Oh, der geht in die Luft. Oh, Gitto über okay. Uns sind runtergekommen. Ich habe ein bisschen erwischt. Ja gut, die Gitter, die mache ich dann demnächst heilen. Das soll. Mein Laptop hat sich aufgehängt. Ja gut, dann sind wir nur noch zu zweit. Noch hören wir dich. Ja. Das heißt, eine gewisse Verbindung hast du noch. Ja. Ich kann mich auch wieder bewegen. Ah gut. Ich verbinde mich. Ihr müsst euch verbinden, ne? Gleich. Oh ja, stimmt. Warte, ich komm. Ja. Der hat mich direkt angesprochen. Das ist eine Sau. Machst du zuerst mit dem Binden? Ich hab grad. Ich mach. Oh. So, das kannst du, wenn du willst. Genau. Okay. Da la 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 la. Okay. Ja, okay, das geht jetzt hoch. Perfekt, bin fertig. Sehr schön. Wir haben. Ja. Oh, Waffe reparieren. Geht das schnell? Kommen die gerade woanders rein? Oh, egal. Wo sind die unterwegs? Das wird ja muss repariert werden. Ja, eben, du musst dich wieder heilen. Ach ja, der heilt sich da schon selbstständig. Aber pusten. Ja, nö, komm, das geht. Heile, heile, Seelen. Tis, but a flesh wound. Morgen gibt es Regen. Ja, yeah, kommt zu mir, kommt, meine Kinderleins, kommt. Was ist noch mehr? Immer schön die Köpfe wegspringen. Oh ja. Wenn man mal trifft. Ein Gitter ist weg, hä? Aber dann kam ich jetzt endlich mal da oben dran. Ja, da kam ich vorher nie ran, weil ja immer das Gitter im Weg ist. Die ganzen Rucksäcke hier. Die schreien so danach aufgehoben zu werden. Okay. Da denke ich halt jetzt, wenn ich jetzt die Punkte in der Donnerbüchse hätte, dann würde ich da noch ein bisschen mehr Schaden machen. Ja. Auf jeden Fall. Ich finde, die Schrotflinte ist das beste Geschütz, was du haben kannst hier. Vor allem die Munition ist relativ simpel nachzumachen. Machst du das nochmal Papier und Schrot? Ja, Papier mit. Ja, also brauchst also Blei dazu, ne? Aber es sind alles nachhaltige Ressourcen, die es immer wieder gibt. Gut, Blei, haben wir Minen dafür, das geht schon. Oh, ja. Level up. Oh, Glückwunsch. Soll ich das probe? Level 63. Nee. Habe ich dich gerade dann überholt?
63? Ja. Bin jetzt schon zweimal Level up, seit wir hier sind. Also du musst ein paar Gitter austauschen. An deiner Seite fehlen auch welche. Oh ja, stimmt tatsächlich. Hat er weggesprengt. Jo. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass wir hier schon so Level-Ups gemacht haben. Also ich halt, ich weiß nicht, bei dir müsste es ja aber auch angekommen sein, oder? Wir teilen uns ja, die Erfahrung. Ja, doch, doch. Ich glaube, ich habe auch zwei Level hier gut gemacht. Ja, also. Ja, ich nicht. Ich bin ja nur für euren Schutz zuständig. Nee, du nimmst ja auch unsere Erfahrungspunkte mit. Ja, eben. Wir teilen uns hier. Nee. Das ist das Schöne an dem Spiel, weißt du, einer ballert ab und alle bekommen was davon. Vor allem egal wo. Naja. Aber Level Up habe ich schon länger nicht mehr gekriegt. Du kannst ja auch ein Butler werden. Ja, die meisten Levels, die machst du halt auch tatsächlich in der Blutmondnacht. Ja, das war aber. Hätte ich jetzt das Lernelixier gehabt. Aber das habe ich ja verbraucht in der letzten. Da ich die Horde in dem Loch hatte. Na nu. Ja, ist schon durch. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. So, einsammeln, was das Zeug hält. Tja, das war's. Ja. Das ist noch schön. War die Blutmond. Okay. Das war die 10. Ich habe eine Karte. Schatzkarte habe ich wieder gefunden. Okay. Kannst du ja mal machen. Ja, mal gucken. Geil. So. Ja, die Rotoren, die muss ich wahrscheinlich immer nachbauen. Aber. Ja. So, jetzt gucke ich mal nach den Levels. Ah ja, stimmt. Muss ich auch gleich. Ja, ich habe 2 Punkte bekommen. Immer, wo sehe ich denn eigentlich mein Level? Ach, Level 64, ja. Ja, dann bist du ein vor mir. Wahnsinn. Oder? Ja, das muss ich wieder ändern. Ja, 64, 63, 61. Okay. Ich habe keinen einzigen Punkt bekommen. Nicht mal einen. Kein verfügbaren Punkt? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, den einen einzigen hatte ich schon gestern. Da müssten ja jetzt 2 Punkte stehen, aber tut's nicht. Hm. Ich sag ja, ich bin nur fürs Bauen und Ding zuständig. Da kann man nicht so viele Punkte machen. Melle, du hast charismatischer Auftritt schon geskillt, richtig? Ja. Irgendwo schreit's noch. Ja. Hinter dir, Imp hinter dir. Alles gut. So, schalten das gute Ding mal wieder aus. Lop. Ja, die Rotoren hier drin haben wir auch nie wirklich gebraucht. Schreiß nicht. Ich verschreiß doch immer gerne. Ah, da rennt immer noch genug, hä? Ja, das war gerade eine Wanderung. Betonung auf wahr. Da ist noch meine Krankenschwester davon. Komm schon, ich habe einen Untersuchungshammer. Schöne Rückverzahlung. Der Narkosehammer. 4 von 7. Mehr kriegst du nicht. Nicht schlecht. So, dann muss ich natürlich Gitter besorgen, um das wieder Heile zu machen. Aber ich finde es gut, dass die 2 jetzt da vorne weg waren. So habe ich dann die eine Front jetzt endlich mal fertig machen können. Ja. Da kam ich ja vorher nicht ran. Und ich muss sagen, ich habe diesmal auch gar nicht so viel Munition verbraucht, okay? Ich auch nicht. Komisch. Tja. Ist okay. Ist okay. Kann ich mit leben. Ich absolut auch. Also da mache ich mir keinen Kopf. Nee. So, dann lege ich die Muni wieder hier oben rein. Ja, ja, das ist der große Untersuchungshammer. Ich bin am Reparieren hier. Bam, 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 bam.
voll bequem. Strider, kannst du noch irgendwie gucken, dass wir vielleicht wirklich so einen automatischen Türöffner an diese Eisentür machen irgendwie? Das wäre schon diese cool. Automatischen? Ja, das ist halt, die braucht immer ewig, bis die hinter einem wieder zugeht und dann... Aber wenn der Strom ausfällt, weil sie den Generator kaputt machen, dann kriegst du gar nicht mehr zu. Ja, weil die automatische hatte ich nämlich stehen gehabt. Und solange sie nicht an Strom versorgt ist, konnte ich sie nicht auf- oder zumachen. Ach so. Da ging nichts mehr. Da war hier finito. Und die stand irgendwie komischerweise sowieso immer offen. Die hat sich gar nicht geschlossen. Okay. Aber, naja, Schrotflintenteile habe ich 3 Stück bekommen. Ui. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. So, in die Garage. Achso, stimmt, ich muss ja auch hier wieder rein. So, den Compoundbogen kann ich ja zerlegen. Ne? Nee, verkaufen. In teures Geld. Der gibt gut Geld. Teile. Da ist teuer. Willst du Eisenpfeile auch mit verkaufen? Ja, meine Güte, kannst du eigentlich auch einschmelzen. Das ist da, glaube ich, sinnvoller. Okay, dann schmelze ich es ein. Alles, was du so in Rohmaterial verwandeln kannst, schmelz ruhig ein oder zerleg's. Okay. Die Schatzkarte. Ich glaube, ich mache tatsächlich nächste Folge mal die Schatzkarte. Mhm. Mal gucken. Können wir die... Ich habe wieder Angst. Können wir die Schilder eigentlich vielleicht auch irgendwie anmalen, so in der Materialfarbe? Ja, ich habe schon überlegt, ob man da vielleicht nach Buchstaben irgendwie sortiert. Jetzt hast du zwar alles an einem Platz. Aber weiß nicht, wo was ist. Alphabetisch. Ja, genau. Aber muss trotzdem suchen. Oh ja, alphabetisch, das wäre geil. Dann weißt du, ah, warte mal, K, Kunststoff, K, 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 alles klar, da hinten. Genau. Ja, das wäre cool. Da versuche ich dann die Buchstaben wenigstens in bunt zu machen. Die normalen Verbände, diese Medizinverbände mit diesem Kreuz drauf, die kannst du nicht machen, ne? Die kann ich machen. Okay, weil ich bin nämlich leer. Ich habe nur noch einen einzigen davon. Weil ich fand die toll. Ja, die sind echt praktisch. Weil Gesundheit 30, Heilungsgeschwindigkeit und stoppt Blutung. Und das andere ist, naja, stoppt halt Blutung. Ich finde auch gar nicht, dass wir dieses Dingsbums brauchen, diesen Verbandskasten. Wenn das Verbandter ist. Ja. Also dieses Verbandete Plus. Ja. Aloe habe ich genug. Verbände habe ich auch genug. Oh, die Bücher sind da drin. Jetzt renne ich aus der Gewohnheit halt immer noch woanders hin. Oh, hallo, guten Tag. Wir haben aber noch geschlossen für Sie. Wieder ungebetene Gäste oder was? Die hat meinen Parkettboden dreckig gemacht. Schmeiß hier raus. Naja. Ich muss unbedingt hier zumachen. Dass da. Unbedingt. Warte mal, dann mache ich da am besten die Stacheln weg. Dann kommen sie vielleicht nicht vom ganzen Wald. Mal schnell mal hier mal. So, von innen ist jetzt mal. Wieder heile. Melle, ich leg dir mal einfach 4 von diesen Nähsets in die Medikiste, dann kannst du auch nochmal andere Dinge machen. Wenn es dann brennt, dann können wir das immer nehmen. So, oh, der hat gar keine Munition mehr drin. Ah. Ups. Oh nein. Okay, dann sind wir auch schon fertig mit der heutigen Folge. Ja, stimmt. Ja. Dann sagen wir Arrivederci. Bye bye. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.